Hi meine Lieben, ich bin's mal wieder und heute habe ich mir gedacht, ich nehme mal ein sehr nettes Thema durch, beziehungsweise eine sehr nette Familie. Und zwar der Herr Alexander Bean, der im 15. Jahrhundert lebte, zu der Zeit auch König James II. In Schottland regierte, bekam eine Frau, die als die schwarze Hexe bekannt war. Nachdem die beiden aber nicht sehr beliebt waren und auch anscheinend einiges angestellt hatten, wurden die beiden nämlich aus der Stadt gejagt. Schön und gut. Nur irgendwo mussten die ja hin. Also sind sie in den Wald geflüchtet und dort fanden sie dann auch eine Höhle. Ja, schön. Und diese Höhle, die ging mehrere hundert Meter rein. Und wenn halt die Flut eingesetzt hatte, dann war halt der Weg versperrt. Sie konnten weder rein noch raus. Ja, aber zum Beispiel die schwarze Hexe, sie bekam dann halt auch irgendwann Kinder vom Alex. Und dann war es irgendwann so, selbst die Kinder bekamen dann halt auch irgendwann Enkelkinder, weil sie lebten nämlich 25 Jahre in dieser Höhle. Und das war halt nicht nur so normal, ja, die Kinder kriegen Kinder und die kriegen wieder Kinder, sondern die Eltern waren dann halt nicht nur die Eltern, sondern die waren halt dann auch, ja, eigentlich dann noch Mutter und Vater von den Enkelkindern. Also es gab einen absoluten Inzuchthaufen. Aber jetzt kommen wir halt auch etwas zum, sagen wir, mörderischen Teil. Und zwar, diese Höhle war so gelegen, dass sie irgendwie auf dem Weg war zum heutigen South Ayrshire. Und zum Beispiel, wenn halt ein Reisender vorbeigekommen ist, dann haben sich halt die Kinder, die Eltern, die Enkelkinder, haben sich halt alle auf den Reisenden gestürzt, weil sie mussten ja auch so gesehen für schlechtere Zeiten, wenn halt zum Beispiel die Flut eingesetzt hat, mussten die ja natürlich irgendwie Vorrat anschaffen. Und somit haben sie halt mehrere gesammelt und haben diese dann ausgeweidet, haben die geräuchert. Und andere haben sie halt gleich mit verarbeitet oder haben halt dann deren Gegenstände, was sie halt dabei hatten, haben sie halt dann für sich selber halt auch beansprucht, so Kleidung, Schmuck, aber verkaufen konnten sie es halt auch nicht, weil es wäre eventuell sogar aufgefallen und dann wären sie vielleicht selber gleich ins Gefängnis gekommen zum Beispiel und das konnten sie natürlich nicht riskieren, also blieben sie im absoluten Untergrund. Es gab natürlich dann auch die Zeit, es wurde irgendwann bekannt, so es fehlen Hunderte an Reisende, die nach South Ayrshire kommen wollten. Und ja, irgendwann sagte König James, es kann nicht sein, immer auf dem Weg, da verschwinden die Menschen, das gibt's doch nicht. Somit hat er dann seine Ritter und keine Ahnung was hat er halt losgeschickt, um halt zu sehen, ja gut, sucht die Leute bitte oder halt zumindest, falls mit denen irgendwas passiert ist, dass halt irgendwelche anderen Leute dafür gesucht werden, die halt dafür verantwortlich sind. Und es gab jede Menge Anzeichen für verschiedene Leute, die irgendwie was damit zu tun haben könnten. Und diese wurden dann aber auch hingerichtet, also verschiedenste Weise. Aber die Morde hörten nicht auf, also die Reisenden kamen nicht an. Und somit war es dann für König James verständlich, ja gut, die Leute, wo ich bis jetzt halt gehabt habe, die sind halt unschuldig, ne? Ja, blöd, dass die halt etwas, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Und irgendwann hat halt der Zufall gespielt. Also somit, es ist ein Gefolge, ist halt dann, ja, gerade zufällig in der Nähe von der Höhle gewesen. Und drei von denen wurden halt von Kindern angegriffen und zwei davon konnten sich gerade noch retten, einer halt nicht mehr, der wurde halt getötet. Und blöderweise kam halt dann auch gerade noch ein Pärchen vorbei und die Frau hat es leider nicht überlebt, aber den Mann konnte dann das restliche Gefolge, was dann halt noch nachkam, retten. Und dann haben sie sich in der Gegend umgesehen und haben dann diese Höhle gefunden. Sie gingen hinein und haben dann halt 46 verwahrloste Kinder da drin gefunden. Und dann nicht nur das, sondern tatsächlich auch noch Gebeine, die von den Decken runterhingen. Und halt auch noch Fleischstücke von Menschen, die dann halt gerade am Räuchern gewesen sind. Und ja, und halt gerade auch etwas, ja, was halt gegessen wurde und halt auch sämtliche Gegenstände von den Reisenden, was halt aussagt, das waren halt die, aber die ja nie verkauft wurden. Ja, also
haben die ganzen Leute haben die halt mitgenommen. Und diejenigen, wo halt noch im Wald waren, haben sie halt dann mit einer Kavallerie, sagen wir mal, dann durch den Wald gejagt. Also mehrere hundert müssen das gewesen sein, sogar mit Bluthunde und allem möglichen. Und haben die halt dann auch noch aufgespürt. Und König James war halt dann soweit und wollte denen zumindest ein bisschen mehr Manieren und halt von der Gesellschaft halt beibringen. Aber die kannten das halt einfach nicht anders, dass sie halt nur mit Kannibalismus und Inzucht gelebt haben. Und das haben sie halt dann bei ihm im Schloss in der Gefangenschaft halt auch noch weitergeführt. Und das hat er gesehen und hat halt gemeint so, nee, das kann ich so nicht weitermachen. Und hat halt die Jungs extra genommen und hat halt denen Hände und Füße abgehackt, dass diese halt ein bisschen ausbluten konnten. Und hat dann halt, ja, die Jungs halt dann erhängt. Also eigentlich auch eine ziemlich sadistische Art. Und dann die Mädels, die halt dann das auch nicht anders kannten, bei denen hat er das halt dann auch so gemacht, dass er die halt dann lebendig auf den Scheiterhaufen geworfen hat. Ja, was für ein lieber Kerl, ne? So viel Menschenliebe. Ja. Und so wurden halt dann die Leute bestraft, weil sie halt dann eben so viele Menschen auch umgebracht hatten. Aber mehr konnten sie natürlich auch nicht tun. Und somit kam halt fast die ganze Familie, sagen wir, fast ungeschoren davon. Also halt bis auf die Todesstrafe in dem Fall. Aber dennoch wurde halt nicht weiter wirklich viel verhängt, würde ich mal meinen. Ja. Und das war alles schon im 15. Jahrhundert in Schottland. Hey. Wahnsinn. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn wirklich, ihr dürft mir natürlich sämtliche Krallen da lassen, ob es euch gefallen hat oder nicht, dann bitte immer die hier. Und wenn ihr mich nicht mehr verpassen wollt, unten ist der Abo-Knopf. Ich freue mich natürlich. Ciao!